Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Samstag und deswegen gibt es ein neues Sammlungs-Samstags-Video. Das vermutlich letzte aus der Reihe dekorative Kosmetik, denn heute sind meine Lippenprodukte dran. Denn das ist das letzte, was ich so in meinem Make-up immer so mache. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich mag gerne Lippenprodukte, habe aber jetzt nicht so Massen. Ich versuche das wirklich alles irgendwo im Zaum zu halten, mich selber zurückzuhalten, limitiere das dann auch wirklich auf das, was ich habe an Aufstellern. Das ist einmal hier für meine Liquid Lipsticks und Lipglosse. Dieses hier, ich verlinke dir auch mal diese Aufbewahrungstücher unten in der Infobox. Dann ist das hier für meine Lippenstifte. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Hörsaal, finde ich, dass die alle so da sitzen und mir zugucken, wie ich dann quasi ein Video drehe. Ne? Claudia hat ein ganz besonderes Verhältnis zu ihren Make-up-Produkten. Und dann habe ich hier noch meine Lip Liner in so einem Teelichthalter, oder? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, verlinke ich dir in der Infobox, genauso wie auch die ganzen Produkte, die ich dir zeige. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und zwar starten wir mit den Lipglossen. Da habe ich hier von Clinique dieses Produkt. Das ist sehr, sehr nice. Es hat einen schönen Perlschein. Das ist die der Splash Lipgloss Hydration. Und war, glaube ich, im Clinique Adventskalender mit drin. So ein ganz kleines, feines Bürstchen. Füßchen. Riecht nicht wirklich nach irgendwas. Meine Hände glitzern. Ich habe sie eben nicht sauber gekriegt. Ich habe nämlich schon mal dieses Video gedreht und irgendwie ist meine Kamera zwischenzeitlich ausgegangen und hat das Video nicht gespeichert. Läuft bei mir. Auf jeden Fall ist das hier ein ganz, dezenter Lipgloss, der halt jetzt irgendwie, der macht nicht so viel, der macht einen leichten Schimmer auf die Lippen, der lässt das alles ein bisschen hübscher aussehen, ne? Es ist ein bisschen extra, weil es halt ja noch diese leichte Färbung mit drin hat, diesen Pearly Shine, dieses Rose-mäßige. Finde ich sehr, sehr nice. Und es ist halt nicht so ein Plumper. Ich habe auch Lippenplumper. Zum Beispiel das nächste Produkt von Bare Minerals. Das ist dieser hier in der Farbe Rebel. Den trage ich sehr, sehr gerne über Nude-Lippenstiften. Nicht jeder mag dieses minzige Gefühl auf den Lippen. Ich mag es eigentlich ganz gerne und habe da nichts drum bei. Eine Zeit lang fand ich das sehr störend und mochte das auch nicht so gerne. Aber mittlerweile ist es okay. Der hier war jetzt im Bare Minerals Adventskalender mit drin und der hat halt auch so eine Färbung mit dabei. Das heißt, der macht die Lippen auch so ein bisschen zarter und weicher und ich mag den einfach. Da haben mich auch immer wieder viele nach dieser Lippenkombi gefragt, die ich dann eine Zeit lang auch getragen habe mit diesem Lipgloss. Dann war das ein nudefarbener Lip Liner und ein nudefarbener matter Lippenstift, den ich drunter hatte. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Das ist sehr, sehr nice, ne? Dann habe ich hier von Pixi by Petra in der Farbe Honey Sheen. Moon, genau. Dieses Produkt, das trage ich auch gerade als Topper über dem Lip Liner, den ich auch drauf habe. Der plumpt ein bisschen. Am Anfang ist es halt so ein bisschen minzig vom Gefühl her, aber mit der Zeit legt sich das und du hast halt einfach dieses Lipgloss-Gefühl drauf. Ja, hier sieht man dann auf jeden Fall das Füßchen. Das ist relativ unspektakulär. So ein längliches Füßchen ist es einfach. Und der hat halt auch so eine Glitzerpigmente mit drin. Finde ich ganz schön. Das kann man wohl machen. Aber, ne? Ist halt jetzt nicht irgendwie was Spektakuläres. Aber ich finde ihn ganz nett. Doch, der war jetzt auch letztens nochmal in der in irgendeiner Box war der noch mit drin. In dem Ostereier von Glossy Box, genau. Dann habe ich hier von Riva Loves Me den Kissable Lip Gloss. Das ist einfach ein ganz klassischer, klarer Lipgloss. Der war, glaube ich, in der Pink Box mit drin. Das Spektakuläre hier ist das Füßchen. Tatsächlich. Denn der ist oben dick und unten dick. Und in der Mitte ist er schmal. Und irgendwie ist er ganz witzig. Du könntest ihn theoretisch zwischen die Lippen aufeinander. Und dann kannst du so wubbeln. Theoretisch, ne? Hat auch einen leichten Kaugummigeruch, aber der ist halt einfach ganz klassisch durchsichtig, ohne Schimmer, ohne Schein, einfach ganz nass. Ja, als hättest du aus einem Glas Wasser getrunken und geplört. Ne? Als nächstes kommen wir zu meinem ersten Too Faced Lippenprodukt, mag ich sehr gerne. Das ist dieses hier, kommt aus der Christmas Limited Edition und der ist sehr cool, denn der hat so blaue, lilane Glitzerpigmente mit drin, macht die Zähne dementsprechend weißer. Ginger Snap High Shine Sparkling Lip Gloss. Und die riechen ja auch immer ganz besonders, das mag ich auch gerne.
Der riecht wirklich nach Kuchen, nach Plätzchenteig. Sehr, sehr angenehm. Ist halt ein bisschen dicker von der Konsistenz her, ne? Da sollte man das Ganze dann nicht allzu dick auftragen. Aber ich finde den schön. Also wie der auch so glitzert, ne? Der hat diesen pinken Unterton oder rosanen Unterton und dann diese bläulichen Schimmerpigmente, finde ich echt schön. Kannst du super über einen Lipgloss, über einen Lipliner so drüber machen und dann hast du direkt schon ein richtig krasses Ergebnis. Dann habe ich hier ein Produkt von The Body Shop, Cherry Gum 004 Shine Lip Liquid. Genau. Das ist so schön. Das kommt aus dem The Body Shop Adventskalender, den mein Freund mir geschenkt hat. Und das riecht wie diese Bum-Bum-Eis-Dinger, wo man halt diesen Stiel als Kaugummi hat am Ende. Oh, künstlich ohne Ende, aber so geil. Ich könnte mich da reinlegen und meine Kindheit nochmal neu erleben. Es ist echt schön. Und der hat halt auch so ein spektakuläres Füßchen. Weil das Füßchen geht vorne so spitz zu und hat dann auch so eine Vertiefung. Also so ein Loch, damit du besser damit halt arbeiten kannst. Die Farbe mag wahrscheinlich nicht jeder. Ich finde sie sehr cool. Das geht halt mehr so in das mädchenhafte, pinkige mit rein. Mag ich aber gerne leiden. Das ist eine schöne Farbe. Die kannst du nicht zu allem tragen, aber zu vielem. Und ja, ich mag den ganz gerne. Und ich mag das auch gerne, wenn Lippenprodukte gut auf den Lippen riechen, weil meine Nase sitzt einfach direkt über meinen Lippen. Da brauche ich nichts haben, was irgendwie... was meine Nase nicht so mag. Dann habe ich von House Laboratories, das ist ein Lippenprodukt, was ja Lady Gaga rausgebracht hat, beziehungsweise die ganze Marke ist ja von Lady Gaga. Gibt es auch bei Amazon zu kaufen. Wie gesagt, alle Produkte unten in der Infobox verlinkt so. Und das hier ist auch ein cooler Lipgloss. Und das Füßchen, das feiere ich. Das Füßchen sieht aus wie ein abgeknicktes Ballerina-Füßchen. Ist das nicht süß? So. Der hat jetzt keinen wirklichen Duft, das ist einfach relativ unspektakulär. Ja, den kannst du 1A tragen mit dem dazugehörigen Lip Liner. Ist halt auch etwas nude-mäßiger, also das ist wirklich auch ein Alltags-Lipgloss, den ich wirklich gerne mag. Der ist echt toll. Und nicht nur die Verpackung ist toll, sondern er fühlt sich auch gut auf den Lippen an. Hallo, klack, klack. Und das ist einfach auch so eine Zauberstab-Optik. Das mag ich gerne. Ich mag das, dass die unten diese Produktfarbe abgebildet haben und dass das Ganze dann so in dieses Schwarz reinfließt. Das ist sehr, sehr schön designt. Ich finde, das ist einfach eine gut durchdachte Verpackung, die einfach etwas anders ist, auffällig ist und mir sehr gefällt. Dann hatten wir letztens in der Box drin mein New Favorite Lip Gloss von Floss. Das ist dieses Produkt hier. Ob das jetzt mein New Favorite Lip Gloss ist, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was mein wirklich liebster Lip Gloss ist, den ich so in der Sammlung habe. Das ist ein relativ unspektakuläres Mini-Füßchen. Riecht auch wieder so angenehm süß. Zuckerwatte. Und der ist auch wieder nudig, aber halt etwas heller nudig als zum Beispiel der von House. Was ich nicht daran mag, ist die Verpackung. Ich mag das nicht, wenn es in Tuben drin ist. Was soll das? Warum? Und vor allem, hier kannst du das gar nicht richtig aufstellen, weil die Kappe ist so ein bisschen gewölbt. Das heißt, du brauchst schon so ein Reinstellvieh wie das, was ich hier habe. Ansonsten kippt dir das immer wieder um. Und das, ich möchte Ordnung haben. Ich bin ein Ordnungsfreak. Dann habe ich jetzt noch zwei von Too Faced. Aber vorher esse ich mir eine Pizza. Ja, das war schon lecker, ne? Musste aber auch mal sein. Okay, als nächstes habe ich einen hier von Fenty Beauty. Das ist dieser hier. Den hatte ich von Mrs. X zugeschickt bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich finde den großartig. Das ist der Fenty Glow in der Farbe Gloss Bomb. Mega geil. Oder Gloss Bomb in der Farbe Fenty Glow. Keine Ahnung. Ich finde ihn auf jeden Fall wundervoll. Das einzige Produkt, was ich von Fenty Beauty besitze und was ich wirklich schön, also was ich schön finde. Ich finde das Produkt schön, sagen wir es mal so. Das ist das einzige Produkt und ich finde es großartig. Die Verpackung ist ein bisschen, sie ist schön, aber sie passt jetzt nicht zum Beispiel in meinen Lipgloss-Spender rein. Was ich ein bisschen schwierig dann finde. Aber es ist ein tolles Produkt. Es riecht gut, es zieht keine Fäden. Das ist einfach eine schöne Nude-Farbe, die du auch einfach so super tragen kannst. Die kannst du dir auch so zwischendurch drauf machen und musst da nicht unbedingt in den Spiegel für gucken. Finde ich klasse. Ich mag es übrigens auch sehr, dass das Füßchen so riesig ist. Das ist einfach, dadurch geht es viel schneller. Ne? Wenn du den dann aufträgst, dann musst du nur einmal kurz drüber gehen und dann hast du schon fertig. Und das finde ich schön. Dann habe ich noch zwei von Too Faced.
Das ist einmal hier der Grin and Bear It. Das ist aus dieser irgendwas mit fruchtigen L.E. Superfruits ist es eigentlich nicht. Die riechen auch ein bisschen fruchtig. Finde ich sehr, sehr schön. Und das hier ist der, wo mich auch immer wieder sehr viele Leute fragen, Mensch, was hast du auf den Lippen? Wenn das so helle Lippen sind, die mit so einem etwas dunkleren Lip Liner sind, das ist meistens der hier. Der riecht wirklich sehr schön fruchtig. Das ist ein sehr deckender Lipgloss. Ich finde den richtig, richtig schön. Ich mag den gerne leiden. Der hat halt so einen, der hat auch so Schimmerpigmente mit drin, aber nur ganz, 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 ganz feine. Und das mag ich gerne leiden. Und auch dieses, da muss man aufpassen, dass man keine gelben Zähne damit bekommt, aber dieses Nudige mag ich unheimlich gerne leiden. Und aus der gleichen Reihe habe ich den nochmal in der Farbe Yummy Rummy. Das ist dieser hier. Die habe ich beide, glaube ich, nicht einzeln oder so geholt. Die waren dann immer in irgendwelchen Sets mit Bronzern oder mit Mascara oder so mit dabei. Der ist jetzt ein bisschen dunkler und hat auch so kupferfarbene, ganz, ganz witzige Glitzerpigmente mit drin. Und der ist auch auf der Lippe etwas dunkler. Da muss man halt dann auch aufpassen, das kannst du halt nicht zu allen tragen. Und der ist sehr stark, sehr, sehr stark glitzerig, aber ich mag sowas ja. Ne? Das ist halt etwas extravaganter. Ja, und da ist die Verpackung auch wirklich sehr hochwertig, sehr, ne, noch schöner wäre es wahrscheinlich, ja, sehr wahrscheinlich, wenn es aus Glas wäre, aber das wäre dann wahrscheinlich irgendwann auch mal unbezahlbar. Jetzt kommen wir zu den, ja, ich würde jetzt mal sagen, Liquid Lipsticks, Lipglosse mit sehr starker Farbe, Lip Tints, wie auch immer. Da habe ich hier einmal von Giorgio Armani dieses Mini-Ding, den gab es auch irgendwo, ich glaube tatsächlich in einer Luxury Box mit drin. Das ist halt so ein richtiges Rot. Ein richtiges Rot mit so einem bläulichen Unterton. Der macht dir richtig weiße Zähne. Und der trocknet aber auch sehr matt. Da muss man halt aufpassen. Ne? Muss man schauen, ob man sowas mag. Ich mag sowas nicht immer. Wenn ich zu matte Produkte habe, gebe ich mir dann irgendwann tatsächlich einen Lipgloss oder einen Lipbalm oder sonst irgendwas drüber. Das macht die dann ein bisschen nicht so haltbar mehr, aber ich finde es dann einfach angenehmer auf den Lippen. Dann habe ich hier aus dem Bare Minerals Adventskalender dieses Produkt. Das ist auch wieder so ein Plumping und ein bisschen eingefärbter Lipgloss, würde ich sagen. Heartbreaker ist hier die Farbe. Nee, Quatsch. Das war der Rebuild von eben. Ich habe mich vertan. Nein, nein, das ist wirklich ein Liquid Lipstick. Genau, aber der trocknet hier nicht matt, der bleibt glänzend. Jo. Der ist halt wirklich etwas nudiger von der Farbe her und sehr tragbar. Nude oder Mauve oder Rosenholz? Ich würde Rosenholz sagen. Ja, das ist eher Rosenholz. Ein Herzensbrecher. Aus dem gleichen Adventskalender habe ich hier auch noch ein mattes Produkt. Das ist ein richtig mattes Nude in der Farbe Boss bzw. BO Dollar Dollar. Und das ist halt matt. Wenn man nicht so gerne matt mag, ist das nichts für einen. Ich habe überall Haare von Sammy. Tut mir leid, weil ich eben nach dem Pizzaessen kurz noch Sammy gestreichelt habe. Und wenn du Lipgloss auf den Fingern hast, herzlichen Glückwunsch, Claudi. Das hast du total überlegt gemacht. Nicht. Jo. Klassisches, dunkles Nude, was dann auch sehr matt runtertrocknet. Und da gebe ich mir dann halt außenrum zu einen entsprechenden Lipgloss. Und, ach Quatsch, Lipgloss, Lipliner. Und dann auch gerne mal ein bisschen Lipgloss drüber oder ein Lipstrobe, da kommen wir gleich auch noch zu. Dann habe ich hier ein Produkt, das tintet wirklich. Das ist von YesStyle, ein Produkt aus von der Marke Caradium. Das ist so ein koreanischer Lip Tint, der wirklich ziemlich cool ist, weil du kannst ihn auch so ein bisschen als Rouge verwenden, aber Achtung, sehr stark pigmentiert und tint und hinterlässt einen Stain. Also das heißt, die Haut wird dann auch entsprechend eingefärbt. Ob man das als Rouge mag, sei jedem selbst überlassen. Ich persönlich mag es lieber auf den Lippen und gebe mir das dann quasi innen hier so auf und tupft das so ein bisschen nach außen weg. Das ist so ein bisschen, ja, halt wie diese asiatischen Ladies das auf den Lippen tragen. Ne? Finde ich sehr, 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 sehr hübsch. Und das ist eher so ein Erdbeerrot, würde ich mal so sagen. Das sieht halt auch hier so matt aus. Aber ich würde mir das niemals so dick aufgeben, wie ich das hier jetzt quasi auf der Hand swatche. Das heißt, ich würde es nehmen und dann halt nach außen hin, wie gesagt, austupfen, dass es halt nur eine ganz softe, rote Tönung gibt. Als ich das in meinem YesStyle-Haul mal gezeigt habe,
hat mir das auch im Schnitt richtig gut gefallen. Und deswegen, ne, das ist eigentlich auch ein Produkt, was, wenn man das halt so anwendet und sich morgens halt die 5 Minuten nimmt, um das so auszublenden, das könnte man tatsächlich auch so über den ganzen Tag tragen, weil das sehr natürlich aussieht, so als hättest du dir einfach gerade frische Erdbeeren gegessen. Mag ich unheimlich gerne. Dann habe ich noch ein weiteres Produkt, was auch von YesStyle zu mir gekommen ist. Das ist von der Marke Moonshot. Und auch das ist ein Stain, also der hinterlässt ja auch einen wirklichen Stain. Ein Cream Paint Stain. Stain Fit, genau. Und das ist ultra flüssig. Das ist auch wieder so ein ganz dunkler Rosenholzton und das kommt sehr, sehr flüssig raus und färbt richtig schön ein. Auch das wieder so ein Produkt, was ich eher so auftupfen würde und weniger so mit dem Füßchen auftragen würde. Und ja, man sieht halt von der Range her, was ich gerne so, wenn ich Liquid Lipsticks trage, was ich an Farben benutze. Das ist halt eigentlich eher so mein Fall, genau. Dann habe ich hier einen Klassiker, NYX Soft Matte Lip Cream. Das ist dieser hier, ist in der Farbe Milan. Hatte ich im NYX Adventskalender. Wenn man das Produkt so sieht, denkt man sich, ach ja, ist eigentlich eine ganz tragbare Lippenfarbe, könnte auch dementsprechend, was ich gerade drauf trage in dieser Kombi, ist doch ganz nett. Dann macht man das auf, sieht das Füßchen und denkt sich, oh Pink Lady, hi! Huh, ja, es ist schon sehr grenzwertig, muss ich gestehen. Also es ist pink. Es ist matt, aber es ist so butterig auch auf den Lippen. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Also wenn ich wirklich so ein bisschen meinen Barbie-Moment haben möchte, aber nicht zu pink aussehen will, dann nehme ich dieses Produkt. Aber ich muss gestehen, ich greife da nicht allzu oft nach, weil es ist halt einfach sehr, sehr pink, sehr rosa, sehr, noch nicht zu heftig leuchtend pink, aber es ist schon heftig. So, dann habe ich hier ein Produkt von Sleek, das ist Matte Me oder Matte Me Metallic. Das ist dieses Produkt, das ist auch sehr speziell, weil es halt auch ein metallisches Produkt ist. Es ist in der Farbe Rusted Rose, also quasi rostige Rose. Ja, schaut euch das selber gleich mal an. Es sieht halt auch vom Füßchen her sehr, sehr klein, sehr, sehr trocken aus. Und auch wenn ich das so über die Hand streiche, macht das so... Also, es ist wirklich trocken. Es ist wirklich schön. Wenn man es deckend haben will, muss man das halt ein bisschen dicker auftragen. Dann kann es schnell dazu kommen, dass man da auch mal so ein bisschen, so bappige Lippen bekommt oder dass es halt so krümelig werden kann. Da muss man wirklich aufpassen, weil das sehr, sehr, sehr matt runtertrocknet. Aber halt dieses metallische Finish hat. Und das finde ich sehr cool. Sehr speziell, sehr, sehr aufregend. Aber sowas würde ich eigentlich weniger solo tragen, sondern tatsächlich als Topper über zum Beispiel in diesem Mauve-Ton hier unten drüber geben. Das sieht dann halt sehr, sehr schön aus, wenn du das halt wirklich nur so in der Mitte so auftupfst, um so ein Highlight zu geben. Aber das über die komplette Lippe, ah, das ist mutig, ne? Das ist halt auch so ein Lila mit Silber glänzend und das ist schon sehr speziell. Das ist wirklich sehr speziell, aber manchmal dürfen so etwas speziellere Geschichten auch einfach mal sein. Dann habe ich ein weiteres Produkt von NYX und zwar aus der NYX Lingerie-Reihe in der Farbe Lipli 02 Embellishment. Das ist dieses Produkt. Auch das ist ein Produkt, was matt trocknet, aber mit einem entsprechenden Lipliner super schön aussieht. Ich hatte das letztens auch in einem Video drin, wo ich meine Drogerieprodukte aussortiert habe, beziehungsweise Last Chance for Drugstore Products oder so in der Art. Hat ein längliches Füßchen, was ich jetzt nicht so geil finde, vom ersten Blick, aber du kannst es super auftragen, weil du es halt so schön anlegen kannst und so direkt runterziehen kannst und du kannst es halt wirklich geil verteilen. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Auch das kann ich mir als Grundlage für diesen Rusted Rose von Sleek sehr, sehr gut vorstellen, weil, wenn man die auch so nebeneinander sieht, passt es mega zusammen. Und das ist halt auch ein sehr, sehr kühler Lippenton oder ein sehr, sehr, sehr kühler Ton, den man dann auf die Lippen aufgibt, was schon sehr speziell ist, aber halt auch gut zu einem Nude-Look, zu so einem Look passen würde. Sehr, 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 sehr speziell, aber sehr, 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 sehr cool. Ich habe eben gesagt, ich hätte gar nicht so spezielle Farben, aber so die ein oder andere ist dann doch dabei, die etwas extra ist. Dann habe ich hier von Banana Beauty, auch das war in einer Box mit drin, habe ich mir so nicht selber kaufen wollen, glaube ich, auch weil es nicht günstig ist, in der Farbe Oh Baby. Das Füßchen ist ganz niedlich, ne? Das passt sich auch sehr, sehr schön der Lippenform an. Das ist halt vorne so abgeschrägt, sieht eigentlich ganz cool aus. Riecht auch sehr, sehr nice, sehr fruchtig und angenehm.
und ist wiederum sehr flüssig, macht auch dieses Geräusch und sieht auch ganz hübsch aus, aber ja, ist jetzt nicht so ultra speziell, muss ich gestehen. Ja, ist aber recht haltbar. Der trocknet auch wieder sehr, sehr matt und auch der wird mir nachher auf meiner Hand einen Stain hinterlassen. Ich zeige euch wahrscheinlich mal die Hand nachher, wenn ich das ganze Kram mal abschminke. Dann habe ich von Huda Beauty Liquid Matt dieses Produkt. Das ist halt auch wiederum ein sehr, sehr mattes Produkt. Ja, trocknet die Lippen dann halt optisch sehr aus, ne? Das ist auch so ein kleines Füßchen. Socialites, die Farbe, und das ist sehr metallisch. Da muss man halt wirklich aufpassen, dass man das nicht zu sehr übertreibt, weil das dann dementsprechend die Lippen halt auch sehr austrocknet. Ne? Das sieht jetzt, lässt sich halt schwer auftragen. Sowas gebe ich halt auch als Topper dann drüber. Beziehungsweise darüber gebe ich mir dann noch ein Lipgloss. Hat ein Metallstift mit drin und irgendwie kriege ich das hier gerade nicht so auf die Hand, wie ich das gerne hätte, so deckend. Naja, aber ist ganz nice. Dann habe ich noch zwei weitere Produkte von Huda Beauty, auch aus Boxen. Das ist einmal hier dieses Lipstrobe, das ist so ein richtiges Gold. Das trage ich irre gerne über einem roten Lippenstift, weil das so, also so zur Weihnachtszeit, weil das sehr, sehr schön aussieht, dieses rot-goldene. Das ist die Farbe Ritzy oder Ritzy, ne? Flüssiges Gold. So komplett über die Lippe gegeben sähe das natürlich furchtbar aus, aber entweder wenn du dir wirklich so 90er-Lippen machen willst mit einem dunklen Lipliner oder halt als Topper über einem roten Lippenstift sieht das ganz, ganz schön aus. Einen weiteren Lipstrobe habe ich hier. Der ist mega speziell, weil der so sparkly ist und so richtig glitzernd. Das ist fast schon Lipgloss, aber auch der ist eher matt trocknend. Soll man gar nicht meinen. Sieht sehr schmutzig aus, ist aber eigentlich eine ziemlich geile Farbe. Und hat halt auch echt so diese Schimmerpigmente mit drin. Ich glaube, das wirkt jetzt gerade in der Kamera eher rot, ist aber tatsächlich eher ins Bräunliche. Das ist schon ganz cool, ne? Auch das eher als Topper zu verwenden. Und den kannst du wirklich über allen möglichen Farben auftragen, vor allem über eine Nude-Lippe oder so, um das Ganze mal so ein bisschen peppiger zu machen. Dann habe ich hier noch ein Produkt von Glitter Switch Lottie London. Das ist dieser hier. Killin' It ist die Farbe. Auch das war, glaube ich, in einer Glossy Box Young mit drin oder in einer Pink Box, das weiß ich gerade nicht. Wenn man sich das so hier anguckt, dann sieht es auch wirklich so aus, als wären da richtig schöne Glitzerpigmente mit drin. Das Problem, was ich bei diesem Produkt einfach habe, ist, du machst es drauf und das sieht auch irgendwie schön glitzerig aus, aber wenn es trocknet, finde ich das jetzt nicht so wunderschön. Aber es ist halt so ein richtiger, bäriger Ton. Richtig heftig, ne? Das ist halt für eine richtig dunkle Lippe. Richtig dunkel, dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. Ja, und das letzte Liquid-Produkt, was ich habe, ist hier von Too Faced Melted Matte Liquified Matte Longwear Lipstick. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht so auf den Lippen getragen. Weiß ich nicht. Das ist die Farbe Suck It. Ich finde diese Form sehr, sehr speziell und sehr, sehr schön. Ich mag Too Faced ja sowieso sehr, sehr gerne. Also da kriegt mich sowas sehr schnell, sehr schnell. Ich glaube, ich in einem Trash-Paket mal mit drin. Und der ist halt... Ist halt ein Liquid-Lipstick. Ist halt matt. Aber es ist schon eine coole Farbe, ne? Recht dunkel, aber... hübsch. Und er riecht gut. Da brauchst du gar nicht irgendwie. Also, ich glaube, von Lea habe ich den im Trash-Paket gehabt. Kann das so sein? Ich glaube schon. Und hier hätten wir dann einmal meine kompletten Liquid-Produkte, die ich so habe, also die quasi mit einem Füßchen aufzutragen sind. Hammer, ne? Also manche Sachen kriegst du selbst mit Abschminköl, Augen-Make-up-Entferner und Seife nicht runter. Also diese Lipstains von YesStyle, Leute, die sind krass. Nun geht's aber weiter mit meinen Lippenstiften. Ich habe irgendwie mehr ein Herz für Lippenstifte als für Liquid-Lipsticks. Wie siehst du das? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare, ob du eher so Team Liquid Lipstick oder eher Team Lippenstift bist. Ja, wir starten einfach mal wieder soft. Da habe ich hier von NARS Orgasm diesen hier. Das ist auch eher so ein leicht getöntes Produkt. Also das, ich weiß gar nicht, wie sich das dann selber nennt. Afterglow Lip Balm. Genau, das ist eher so ein Lippenbalsam, der ganz, ganz soft gefärbt ist. Den trage ich super gerne, wenn ich irgendwie... Jetzt ja nicht aktuell, aber wenn ich so auf einer Party bin oder so und dann halt einfach mal eben sowas wieder drüber machen möchte oder so und nicht drüber nachdenken muss, ob ich vielleicht gerade 5 Kilometer von meiner Lippe entfernt bin. Das ist so schön und du siehst ihn nicht wirklich auf der Haut.
Aber es ist halt eine leicht rosa Einfärbung, die man dann hat. Es ist halt oben, wo ich wieder anfange. Unten ist immer noch der Lipstain. Mag ich super gerne. Ich finde, es ist einfach eine schöne Geschichte, was so ein frisches Ergebnis auf die Lippen macht. Ob es jetzt unbedingt der Orgasm von Nars sein muss, sei mal dahingestellt. Dann habe ich hier von Catrice Plumping Power Plump Gel. Nein. Plumping Gel. Nein. Power Plumping Gel Lipstick. Mensch, das ist einmal dieser hier. Den habe ich in der Farbe Nummer 100. Ja. Der sieht in der Verpackung sehr, sehr stark aus, sehr heftig, sehr dunkel. Ist er aber gar nicht, weil das halt auch wieder so ein schieres Produkt ist. Der hat eine leichte Einfärbung auch. Das ist etwas, was man so, ne, unterwegs tragen kann und sich dann unterwegs auch wieder drauf machen kann. Vielleicht hat man vorher so einen Lip Liner drauf gemacht. Ich meine, das wird jetzt hier auch super passen. Ist 1A die Farbe. Und ja, klasse. Da hat Catrice was Tolles rausgebracht. Dann habe ich zwei Produkte von Manhattan aus der Serie Crystal Berry. Nee. Aus der Moisture Renew Lipstick Reihe. Das sind diese hier. Da habe ich hier einmal die Farbe 900, was ich eben schon vorgelesen habe, Crystal Berry. Ja, das ist halt so ein heller Beerenton. Sehr angenehm, sehr aus... Wo habe ich die überhaupt her? Ich habe keine Ahnung. Sehr schier, sehr hübsch, sehr dezent. Aber wir sind jetzt ja noch im dezenten Bereich von meinen Lippenprodukten. Dann habe ich davon auch noch die Farbe 920 Vintage Pink. Das ist dieser hier. Und der ist halt nicht so mit Schimmerpigmenten, sondern einfach eine schiere, dezente Farbe, die dann abgegeben wird. Und halt auch ähnlich wie bei den Lipglossen oder Liquid Lipsticks, die ich so habe. So ein schöner Rosenholzton mag ich richtig gerne. So ein bisschen was Kühles auch mit drin. Ein bisschen was Aschiges in dem Farbton. Das ist einfach nett. Hier habe ich von Essence den Color Up Shine On in der Farbe 06. Den hatte ich in so einem 25-Teile-Markenkosmetik-Überraschungspaket von Amazon mit drin. Der ist so... Der sieht wirklich aus, als hättest du frische Erdbeeren gegessen, weil das ist so ein schierer Ton in Erdbeerfarben. Das ist richtig klasse. Ist jetzt über dem Tint quasi der vorletzte Strich, den man da so sieht. Mag ich gerne leiden. Und der riecht auch so schön. Schön süß. Und hier mag ich die Form auch ehrlich gesagt ganz gerne, weil da die Lippen so schön reingelegt werden können, ne? Ich glaube, die hat Essence leider ausgelistet, aber... Eigentlich ganz tolle Produkte, die die da hatten. Dann kommen wir hier zu den eher nudigen Tönen. Da habe ich hier so ein Mini von MAC. Der ist auch ganz, ganz cool. Ist die Farbe Half Cuff. Und der ist so witzig klein. Ist der nicht niedlich? Den mache ich jetzt mal hier direkt über den Lipstain, dass man den nicht mehr so sieht. Der ist halt so ein schönes Braun. Und das, was ich bei dem auch sehr gerne mag, ist, dass der halt auch so bleibt. Der trocknet dir nicht irgendwie runter, dass er dir dann irgendwie zu sehr die Lippen abmattiert oder so. Das ist halt so, der macht einen schönen Schokomund. Und das mag ich auch ganz, ganz gerne bei Lippenprodukten, dass du dann so ein, weiß ich nicht, so, sieht so niedlich aus, wenn man so braune Lippen hat und dann sieht das aus, als hätte man Schokolade gegessen. Ja, dann habe ich hier noch einen von Bella Pierre. Auch der war mal in einem... entweder Adventskalender oder in der Box mit drin. Das ist die Farbe Envy. Genau, die Farbe Envy ist das. Wie gesagt, hier auch alles in der Infobox verlinkt. Auch der macht dir so einen Schokomund. Der hat aber, glaube ich, eher noch so einen rötlichen Touch mit drin. Genau, der macht dir eher so einen Mund. Ist auch schön. Der mit einem schönen dunkelbraunen Lip Liner. Oh, ein Traum. Da gefällt mir die Konsistenz von dem Lippenprodukt auch richtig gut. Das ist so pflegend auch. Und das sollen Lippenprodukte halt auch sein. Nicht austrocknen, sondern pflegen. Dann habe ich hier von Lethal Cosmetics den hier. Der war ja von der Jolina Menn in dieser Kooperationsgeschichte mit der Lidschattenpalette. Da hatte sie ja auch diese Lippenprodukte mit angegeben. Das ist Sand Nudes. Der ist wundervoll. Der ist ein bisschen zu matt für mein Empfinden, aber darüber kannst du dir auch einen schönen Lipgloss machen, dann ist alles wieder tutti. Aber das ist halt richtig nude, weil der so hell ist, ne? So richtig, nicht richtig sandfarben, aber ja, schön. Mag ich, der passt zu allem. Den kannst du zu jedem Make-up kannst du den tragen und der schließt halt auch metallisch, das finde ich auch sehr, sehr schön. Nochmal. Feier ich.
Ja, jetzt kommen wir zu einem Lippenprodukt, was ich richtig gerne mag. Das ist von NARS, dieser hier. Das ist so ein Velvet Matte Lip Pencil. Den hatte ich ja tatsächlich mal als aufgebraucht tituliert, bis ich mir dann tatsächlich den Anspitzer davon geholt habe. Und oh, der ist so schön. Der ist richtig, richtig schön. Die sind alle schön, Claudi, alle. Den kannst du aber auch so schön auftragen. Das gefällt mir, weil das so leicht ist, ne? Ich mag das, dass er in Stiftform ist. Ich mag es nicht, dass man den anspitzen muss. Das finde ich doof. Das nervt mich, muss ich gestehen, weil du dann ja auch Produkt verschwendest, wenn du es anspitzt. Andererseits ist es dann auch wiederum eine irgendwie so eine hygienischere Sache, wenn du die Produkte dann anspitzt. Ja, ne, immer mal wieder die Oberfläche abnehmen und so, aber trotzdem. Schade drum, weil NARS ist jetzt nicht so günstig. Hier habe ich ein Produkt von Morphe, was dem schon ähnlich kommt. Lip Crayon ist das und ja, ich weiß gar nicht, die Farbe habe ich dir auch unten reingeschrieben. Ich habe dir das entsprechend verlinkt. Lilas ist die Farbe. Das Ding ist, dass du diese Farbe nicht in Deutschland bekommst. Finde ich echt schade. Der ist ein bisschen rötlicher, lässt sich aber ähnlich auftragen und ist auch wieder so ganz soft und also im Auftrag auf jeden Fall richtig soft und sehr, sehr angenehm, aber halt auch ein bisschen matter. Da mache ich mir dann gerne einen Lipgloss drüber, ne? Ach ja. Ach ja, ach ja. Hier habe ich so ein Kombiprodukt von Tarte, den Lip Sculptor Lipstick and Lip Gloss. Den trage ich aber persönlich eher als Lippenstift, deswegen ist er bei meinen Lippenstiften mit drin. Den Lipgloss verwende ich eigentlich gar nicht, weil den finde ich, weiß ich nicht, der catcht mich nicht so. Das ist halt einfach ein ganz langweiliges Nude, aber richtig Nude, also Nude, Nude. Ne, da kannst du genauso gut einen klaren Lipgloss nehmen. Aber der ist eigentlich auch eher dafür gedacht, um ihn dann halt über den nudefarbenen Lippenstift zu geben. Den mag ich richtig gerne mit meinem Lip Liner von Ila Maska, den ich dir auch gleich nochmal zeigen werde. Mega, mega geile Kombi. Der ist halt etwas wärmer, aber es ist halt ein Nude. Ja. Es hat auch so ein bisschen Ähnlichkeit zu dem von Lethal Sand Nudes, muss ich sagen. Aber sie haben noch ihre Unterschiedlichkeiten, weil der hier ist mehr orange. Dann habe ich hier, den habe ich schon eine ganze Weile, von Burt's Bees. Das ist dieser hier. Der sieht nicht mehr so hübsch aus. 501 Blush Basin ist hier die Farbe. Man sieht es, ne? Der hat da so Pickel oben drauf. Ich weiß gar nicht, aber das hat er schon sehr, sehr früh bekommen. Finde ich ein bisschen schade, weil das natürlich die Optik jetzt ein bisschen zerstört, aber der ist toll. Der ist so, als hätte der wirklich irgendwie Honig oder so mit drin und fühlt sich super pflegend an, super angenehm, mag ich unfassbar gerne leiden. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen was Wärmeres, ein bisschen mit so einem Aprikostich mit drin, würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, den trage ich mir auch gerne wirklich sehr dezent auf, wenn ich einfach so rausgehe. Ne? Das ist fast schon wie ein Lippenpflegestift für mich, weil die Farbe halt dann auch einfach nur die natürliche Lippenfarbe etwas perfektioniert. Hier habe ich so ein kleines Produkt. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Ich weiß nicht, ob ich den sogar vielleicht mal in so einem Ei oder in so einem Schuh drin hatte von Look Fantastic oder so. Auf Look Fantastic kann man auf jeden Fall Ila Maska bekommen. Das ist ein Anti-Matter Lipstick in der Farbe Bang. Oder ob ich den gratis bei einer Bestellung mit dabei hatte, weiß ich nicht. Ich finde den auf jeden Fall süß. Ich habe ein Herz für kleine Produkte. Ich finde es echt süß. Und der ist wirklich nicht komplett matt, ne? Aber er ist auch nicht glänzend. Das ist so ein ganz spezielles Zwischending. Finde ich super spannend von der Textur her. Und auch der ist halt wirklich, dass er sich so der Lippenfarbe perfektionierend anlehnt und einfach Spaß macht. Aber es ist halt nur so ein kleiner. Gibt es natürlich auch in groß zu kaufen davon. Ne? Bare Minerals Bare Pro habe ich hier ebenfalls einen aus dem Bare Minerals Adventskalender. Und auch das ist eher so ein nudiger Ton, der hier mit drin ist. Die genaue Farbe steht in der Infobox. Der ist jetzt von der Form her rund, was auch ganz schön für die Lippen ist, weil du dann halt sehr, sehr schön und einfach in dein Lippenherz reinkommst. Und der hat halt einen etwas rosenholzfarbenen Unterton. Und ja, die drei sind sich sehr ähnlich, aber ich mag sie alle drei. Dann habe ich von Jana im Adventskalender gehabt, von Karl Lagerfeld und L'Oreal in der Kooperation in der Farbe Contemporary, diesen Lippenstift. Und das ist auch aus dieser Reihe von L'Oreal, die halt diese Color Reach ist es, glaube ich, auch so ein bisschen, ne? Von der Textur her. Mega geil. Also, diese Color Reach-Geschichten von L'Oreal, Leute, die sind so toll von der Textur. Die riechen auch ganz speziell. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn man die riecht, dann weiß man direkt, okay, das ist so einer von L'Oreal. Mag ich wirklich gerne.
Und der hat halt auch so einen pflegenden Schein noch mit dabei. Der sieht, die vier, die sehen sich super ähnlich. Wow. Die hatte ich noch nie so nebeneinander geswatcht. Ich hatte mir das hier mal sortiert, aber dass die sich so irre ähnlich sehen. Also der sieht sich ja mit den Birds and Bees ultra ähnlich, ne? Also der oberste und der unterste im Prinzip jetzt. Krass. Hier habe ich jetzt einen von Model Co. Den hatte ich auch irgendwo jetzt letztens in der Box mit drin. Es ist einfach so, man hört es die ganze Zeit von mir. Hatte ich in der Box, hatte ich im Adventskalender. Daher kommen tatsächlich meistens die Produkte, die ich bei mir habe. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht den vollen Preis für die Produkte bezahlen muss, die sich in meiner Sammlung befinden. Eben weil ich die durch sehr, 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 sehr positive Zufälle hier hinbekomme. Ein Großteil von der Sammlung habe ich so tatsächlich angesammelt. Aber was so Lidschattenpaletten angeht, klar, die habe ich mir dann auch selber gekauft. Also, ja, ich würde fast schon sagen, es ist eine bunte Mischung, ne? Ja, das ist halt genau die Farbe, die man halt auch auf der Verpackung sieht. Den habe ich erst kürzlich bekommen. Finde ich super witzig. Riecht künstlich säuerlich. Sieht sehr, sehr, sehr schön aus als Lippenfarbe halt auch. Fühlt sich von der Verpackung her aber sehr billig an. Also das ist sehr, sehr hackelig hier drin. Dann habe ich hier von Sephora einen Lippenstift. Das ist dieser hier. Lip Stories in der Farbe Oui. Das ist auch ein schönes Produkt. Hashtag Cream. Ja, das ist ein Creme. Da gibt es die in matt und in cremig, glaube ich, aus dieser Lip Stories Reihe. Und auch das wieder halt Nude. Ja, ich mag solche Nude-Töne. Na und? Gefällt mir einfach. Hier habe ich einen von Marc Jacobs. Auch den hatte ich bei einer Douglas-Bestellung, glaube ich, mal dabei gekriegt. Ja, das ist auch ein Nude-Ton. Die Farbe Slow Burn, also langsames Brennen. Jo. Ist auch wieder ein kühler Nude-Ton. Süß ist der. Der ist so klein und niedlich. Auch wieder so eine Klassikerfarbe. Passt in die Range, ne? Muss man wirklich sagen. Ich kann es nicht abstreiten. Dann habe ich hier noch einen von Barbour. Der ist halt so richtig braun. Richtig Schoko-Schoko-Braun-Braun. Creamy Lip Color 17. Wirklich wundervolle Textur. Sehr hochwertig. Hier spürst du auch die Hochwertigkeit tatsächlich in der Verpackung drin. Eine sehr, sehr tolle Farbe. Gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Und das ist halt so, jetzt nicht so dunkel-dunkelbraun, sondern so ein, ne, den mit einem dunkelbraunen Lip-Liner. Und dann hast du es halt echt nice im Gesicht. Ne? Oh, ich mag das gerne. Es ist richtig, richtig schön. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den eher spezielleren Farben, würde ich mal so sagen. Da habe ich hier von Peach Sea, auch der wurde mir von YesStyle zur Verfügung gestellt. Das ist dieser hier. Ich finde diese Verpackung sehr, sehr schön. Das schließt magnetisch, was ich echt sehr hochwertig finde. Du hast hier diesen Ombre-Verlauf und das fühlt sich auch alles sehr schön und schwer in der Hand an. Hier steht alles auf Koreanisch drauf. Ich habe dir das unten in der Infobox reingeschrieben. Der riecht nach nichts, aber ne, von außen sieht er so schön samtig aus. Das ist eine intensive Farbe. Das ist sehr orangig, was ich jetzt hier auf meiner Hand gleich haben werde. Aber es ist schön. Also so ein Aprikot-Orangeton, das ist schon außergewöhnlich, aber es hat was. Es hat was. Das kannst du nicht zu allem kombinieren. Das kann auch nicht. Ich kann das auch nicht jeden Tag tragen, weil ich da nicht jeden Tag Bock drauf habe. Aber wenn, dann habe ich ihn und dann knallt der. Super schön deckend, samtig auf den Lippen. Trocknet die Lippen nicht aus, lässt sie halt immer noch so ein bisschen füllig aussehen und halt nicht so totmatt. Schon eine geile Farbe. Das ist was Außergewöhnliches, aber manchmal braucht man das. So, hier habe ich jetzt einen Pink von Guerlain. Der war im Adventskalender, glaube ich. Oder, ja, ich glaube im Adventskalender. Ich weiß nicht in welchem. Kiss Kiss 573 Pink ist die Farbe. Oder gab es, oder in der Valentinstagsbox oder so. Es ist auf jeden Fall ein Herz. Ich glaube, den gab es gratis mit dabei. Nee, den gab es gratis mit dabei, irgendwann, als ich was bei Douglas bestellt habe. Das ist einfach ein Herz. Und allein, weil das ein Herz ist, kann ich den niemals wegtun. Ist natürlich im Auftrag dann etwas schwieriger, aber auch das ist halt so Barbie-mäßig. Aber der ist schön. Ich finde den jetzt nicht so intensiv Barbie-mäßig wie jetzt zum Beispiel von NYX, dem Milan Soft Matte Lip Cream. Ne? Da ist der jetzt schon speziell, ja, aber halt nicht so grellpink. Nicht so grellpink, wie er hier in dem Herzen aussieht. Ist schon hübsch, ne? Ja. Hier habe ich ein Schätzchen, das ist von Benefit Double the Lip.
They Are Real. Das ist auch ein ganz cooles Produkt. Das war, glaube ich, in der Benefit-Box von Glossybox vor 1,5 Jahren oder so drin. Ich weiß es nicht, habe ich auch gerne verwendet. Das ist jetzt komplett rausgedreht, das war es schon, mehr ist da gar nicht drin. Der besteht aus zwei Farben. Du hast halt oben diesen Tropfen. Oben in der Spitze ist der ein bisschen dunkler und unten drunter ist er dann halt entsprechend in einem nicht ganz Nude-Ton, sage ich mal. Ja, und den kann man sich halt schön auftragen. Das ist jetzt ein bisschen schwer auf der Hand zu swatchen. Du hast dann auf der einen Seite das etwas dunklere, das ist dann auf der Seite jetzt, und auf der anderen Seite das etwas hellere, und so kann man sich dann eine schöne Ombre-Lippe damit schminken. Aber man sieht es auch im Swatch, der Übergang ist sehr, sehr soft, sehr, sehr angenehm, und den habe ich auch wirklich gerne und häufig schon getragen, wie man offensichtlich sieht. Wow, also ich habe da schon richtig viel von verwendet. Also es ist nicht mehr viel, dann habe ich den bald echt aufgebraucht, und dass ich mein Lippenprodukt drauf brauche, ist echt krass, auch wenn das jetzt kein Originalgrößenprodukt ist, aber trotzdem. Es ist ein Lippenprodukt. Und wenn ich das aufgebraucht habe, feiere ich eine innerliche Party. Von Tom Ford habe ich ja auch noch ein Produkt. Auch das, ne, war irgendwo mit dabei. Das habe ich mir auch nicht selber gegönnt. Ultra Rich Lip Color. Und das ist die Farbe 03 Le Mépris. Ne, der ist nicht nude. Der ist auch eher ins Orangene. Oder pinkige. Wow. Ja. Mag ich aber sehr, sehr gerne leiden. Ne? Ja. Bisschen was Grelleres mal. Nach den ganzen Nude-Tönen. Darf es auch mal sein. Teilweise sind die Sachen hier dann auch einfach so irre teuer, dass ich mir die so dann zum Originalpreis nie kaufen würde, ne? Aber irgendwie finden sie ihren Weg in meine Sammlung. La Roche-Posay Tolerain Rouge à Lèvres 9 Stunden Lipstick Allergie getestet, und das ist die Farbe 62R90H. Coolste Farbbezeichnung ever. Ist das echt die Farbbezeichnung oder ist es 22? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall so ein Produkt, was in der Mitte so einen Pflegepunkt mit drin hat, was ich sehr, sehr cool finde, weil das halt die Lippen dann auch pflegt. Und hier sind wir jetzt übrigens, ja, sind wir schon beim lila Bereich? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt so ein Mauve-Ton. Ich habe den jetzt mal verblendet. Jo, mag ich gerne. So ein Rosenholz. Ein bisschen schierer ist der tatsächlich, aber ich finde den klasse. Hat auch so ganz leichte Schimmerpigmente mit drin, was die Lippen halt echt gesund und gepflegt aussehen lässt. Ja, nee, wir sind jetzt so in die Richtung, wir werden metallisch. MAC, der ist klasse. Der war, das weiß ich noch, immer im Zalando-Adventskalender, die Farbe Frost CB96. Alter, die ist krass. Die ist richtig krass, die Farbe, oder? Ist das nicht schön? So ein Orange mit Goldschimmer drüber. Boah. Richtig geil ist das Zeug. Da. Puff. Finde ich wirklich schön, aber da hast du halt schnell gelbe Zähne mit. Da musst du einen Look zu haben. Da musst du einen Look zu haben, um das zu kombinieren. Das geht nicht grundsätzlich. Das ist schon heftig. Auf jeden Fall finde ich die Farbe unfassbar extra. Unfassbar geil. Genauso auch von Urban Decay, den Faith Metallized Lippenstift, das ist dieser hier, da habe ich mir Claudis Welt drauf gravieren lassen. Das kann man nämlich manchmal bei Produkten von Douglas machen. Entweder kostet das ein bisschen was oder du hast eine Aktion, dass es nichts kostet. Und ja, das ist er. Der ist geil, oder? Oh, der ist metallfarben. Das ist so schön. Aber halt nicht so intensiv dunkel, sondern das ist einer, den kannst du halt über deinen ganz normalen Lippen drüber machen. Und das sieht dann halt so schön aus. Es ist halt metallisch, aber nicht so, du siehst aus wie C3PO, ne? Das ist schon geil. Ja, der ist jetzt nicht wirklich metallisch, aber der ist halt so glänzend. Deswegen habe ich den hier in diese Reihe reingepackt. Von Clinique, der Pop Lip Color and Primer Rouge Intense and Base. Das ist die Farbe 13 Love Pop. Auch den hatten wir in der Box mit drin. Ich glaube, in der Klinikbox. Das würde Sinn ergeben, ne? Von Glossybox. Ja, der ist so schön. Der hat auch so schöne Schimmerpigmente mit drin. So richtig Glitzerpigmente. Der ist so, so toll. Oh. Hammer, oder? Das ist eine richtig tolle Farbe. Und der pflegt dir die Lippen halt auch gleichzeitig, weil das ja so ein Lippenprimer noch mit dabei ist. Mag ich unheimlich gerne.
Ich hätte es natürlich am liebsten so gemacht, dass ich auch wirklich jedes Lippenprodukt dir auf den Lippen swatche und dir das so zeige. Aber du willst nicht wissen, wie die Lippen dann aussehen, wenn du das machst. Drauf machen, abschminken, Alter. Danach wären meine Lippen tot und das will ich nicht. Von Pretty Vulgar habe ich hier noch einen. Habe ich den im Sale, glaube ich, gekauft. Beauty Them with a Smile. Das ist so ein geiles Lila. Boah, ich finde den so schön. Die Verpackung mit diesen Rosen darauf. Dieses, oh, so, so schön. Bam. Der ist geil, oder? Sowas hast du auch nicht allzu oft in deiner Sammlung, wenn du sowas hast, wahrscheinlich. Aber für mal so zwischendurch, so ein richtig geiles Pflaume-Lila. Ist mega. Den musst du halt richtig draufpacken, weil ansonsten siehst du halt jede Falte, das ist halt bei dunklen Lippenprodukten der Fall. Aber boah, ist das geil, oder? Ich finde das so, so schön. Und der bleibt auch auf den Lippen, das ist schon geil. Und der macht dir halt auch weiße Zähne, das mag ich auch immer ganz gerne. Also Produkte, die mir weiße Zähne machen, finde ich per se schon mal ganz nett. Sage ich nicht nein zu. Dann habe ich hier einen auch von MAC, das ist Cream Sheen Hang Up. Genau, dieser hier. Yeah. Das ist, ne? Aber die sind nicht gleich. Das eine ist, also der MAC ist heller. Nicht viel, aber ein bisschen. Und MAC hat tatsächlich auch eine ganz eigene Textur, muss man ja auch dazu sagen. Die sind deutlich cremiger, aber dafür halt auch nicht so ultra haltbar, wie jetzt zum Beispiel der von Pretty Vulgar. Aber hammermäßig. Dann habe ich hier noch von MAC den D4Danger Matte Lipstick. Also der ist dann halt wieder von der Textur etwas anders, weil der halt matt ist. Das ist halt ein schönes, dunkles, bäriges, rötliches Tönchen. Der ist dann halt nochmal eine Stufe heller als die anderen beiden. Ein schöner Farbverlauf hier auf der Hand. Ach, was mag ich das gern. Dann habe ich hier von Guerlain noch einen. Den hatte ich in einem... Nee, Givenchy ist das, genau. Den habe ich von der lieben Miss Curly Jen. Genau, von Jenny war das im Trash-Paket mit drin. Auch eine coole Farbe. Das ist halt auch so ein Kandidat, den kann ich bald aufbrauchen, weil da nicht mehr so viel drin ist. Die Farbe ist 04. Rouge Interdit Vinyl. Ein Vinyl-Lippenstift. Also auch wieder eine ganz tolle Konsistenz. Und ach, ist der schön. Ach, ich verliebe mich in Lippenfarben. Ist das nicht unfassbar? Ja, das ist halt eher so pinky-mäßig, aber halt auch so nass. Und oh, mag ich gerne leiden. Ich mag alles gerne leiden. Ja, ich weiß. Hier haben wir noch einen von L'Oreal aus dieser Color Riche-Reihe. Le Rouge Lumière Beautiful Rosewood ist hier die Farbe. Wundervoll. Wirklich, wirklich wundervoll. Die Verpackung ist schon ziemlich heftig, ne? Das muss man ja auch sagen. Das sieht super edel aus. Ich liebe weiße Verpackungen sowieso. Wenn dann noch so ein Goldrand drum zu ist, ein Traum. Duft. Und hier ist auch so ein Pflegepunkt mit drin. Hier sieht man, dass ich den aber doch das ein oder andere Mal verwendet habe. Deswegen sieht der Pflegepunkt nicht mehr ganz so abgetrennt davon aus. Und der pflegt dir halt die Lippen so schön auch mit dabei. Das ist ein schöner Ton. Also ein warmer Nude-Ton hätte ich jetzt fast schon gesagt dazu. Den kannst du auch super gut einfach im Alltag tragen und ja, brauchst da aber tatsächlich einen Spiegel, um den nachzutragen, ne? Ja, von Ila Maske haben wir dann auch noch einen großen Lippenstift mal drin gehabt, Antimatter. Das ist die Farbe Rocket. Das ist eine schöne Farbe. Ich glaube, der war im Strumpf mit drin. Ja. Ist aber nicht so krass rot. Das ist eher ein Bärenton. Ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera sehen kann, aber ich denke schon, ne? Ich werde ja auch gleich noch rot swatchen, aber das ist halt kein klassisches Valentinstagsrot oder Weihnachtsrot. Das ist eher so ein bäriger Ton mit so ein bisschen Icy mit drin. Das finde ich auch sehr, 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 sehr cool. Ja, schöne Farbe. Definitiv macht ihr richtig strahlend weiße Zähne. So, drei habe ich noch und das sind halt auch wirklich rote Lippenstifte. Das ist einmal von Yves Saint Laurent, die Farbe 62R90H. Das ist dieser hier. Den habe ich auch meines Wissens nach echt von der lieben Lea gekriegt. Da habe ich mir hier oben sogar mal einen Spiegel dran gemacht, weil wenn ich mir den nachziehe, will ich einen Spiegel dabei haben. Der ist toll, der hat ein Herz drin, ne? Oh, das ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ja. Der ist halt nicht so ultra deckend rot. Das ist halt eher wieder, ich habe so ein bisschen Kirschen gegessen und deswegen habe ich jetzt einen roten Stain auf meinen Lippen. Aber der ist so, so angenehm. Mag ich richtig gerne leiden. Der riecht gut.
Der fühlt sich gut an, der lässt sich toll verteilen. Das ist so ein Zwischending zwischen Lipgloss und Lippenstift. Der schmilzt so schön auf den Lippen. Mag ich gerne leiden, ja. Und das war super, super schönes Packaging. Muss man wirklich an dieser Stelle lobend erwähnen, wie unfassbar geil Yves Saint Laurent YSL diese Verpackung gestaltet hat. Ich merke schon, mein Lippenprodukte-Video wird auch ganz schön lang. Oh, hier habe ich von Make Up Forever einen und der ist Hammer. Der ist richtig Hammer. Das ist die Farbe M400 Artist Rouge Matte. Ja, das ist wirklich eher was für ein, für hier, wenn du auf der Bühne stehst oder so. Ne? Das ist so krass. Das sieht auch schon so kantig aus, so ah, bam. Und dann hast du so eine Farbe, das feiere ich hart. Ich habe keine Ahnung, wo ich den her habe, aber er ist geil. Das ist richtig geil. Das ist ein mattes, sattes, unfassbar deckendes Rot. Ich finde den mega. Allein wenn man sich das mal anguckt von dieser, das ist ja hier auf Falten auch. Ich habe Falten auf meinen Händen. Das ist unfassbar. Wenn ich den auf der ganzen Lippe aufgetragen habe, ist es so ebenmäßig, krass deckend. Hammerschön. Der letzte Lippenstift, den ich hier habe, den habe ich mir erst letztens geholt von L'Oréal Paris aus der Color Reach-Reihe 297 Red Passion. Und das ist aus der Valentinstags Limited Edition gewesen. Zusammen mit einem Nagellack? Nein, das war nur das hier, ne? Genau, Nagellack habe ich mir von Essie geholt, auch aus einer Valentinstags Limited Edition. Aber das war nicht zusammen dran. Nein, nein, das ist einfach nur hübsch. Genau. Kriegst du aber auch als die Farbe natürlich im Standardsortiment, aber nicht mit Herzchen auf der Verpackung und auch nicht mit Herzchen auf dem Lippenstift. Guck es dir an. Es sind Herzchen drauf. Es sind einfach Herzchen drauf. Der riecht gut. Der sieht gut aus. Der wird hier geswatcht, genau neben dem von Make Up Forever. Das Ding bei dem hier ist einfach, der ist nicht so matt wie der von Make Up Forever. Sondern der hat halt noch dieses glossige Finish, dieses saftige, satte, rote Lippen sind zum Küssen da. Finish. Und so Glitzerpigmente hat er auch noch so minimal mit dabei. Mega schön. Da hast du so richtig geile Kusslippen von. Ach Gottchen. Ja, ich kann über Sachen schwärmen. Das ist ja unfassbar, ne? Ja, jetzt haben wir noch Lip Liner, Leute. Da müssen wir jetzt aber auch noch durch. Und ich hoffe, dass so ganz viele Leute auch noch dran geblieben sind. Das wäre nett. Ja. Da mache ich jetzt aber random die ganzen Geschichten. Da habe ich zuallererst von House Laboratories diesen Lip Liner, von dem ich ja eben auch schon so geschwärmt habe in der Farbe Myth. Myth. Der hat hier auch wieder so eine Zauberstabspitze mit dabei. Und, oh, das ist ein schöner Nude-Ton, also richtig, richtig klasse. Das ist einer zum Anspitzen. Der ist toll. Der hat eine schöne Farbabgabe, der ist super soft, aber doch nicht zu soft, sodass er dir auslaufen würde, sondern er ist genau da, wo er hingehört und genau in der Konsistenz, wie er sein soll. So, ähnlich ist es mit dem von Aela Masca. Das ist dieser hier, Coloring Pencil Lip Crayon Lèvre in der Farbe Raw. Der ist ein bisschen heller, das ist halt mehr so einer, den man mit Nude-Tönen kombinieren kann. Auch wieder ein Holzstift zum Anspitzen. Passt zu sehr, sehr vielen Nude-Lippenstiften von mir. Deswegen klasse. Richtig, richtig klasse. Und haltbar vor allem. Meine Herren, was kann ich damit alles machen? Wenn ich mir diese Lippenkombi drauf gemacht habe, mit diesem Lip-Liner, mit dem Lippenstift von Tarte und dann noch diesem Bare Minerals Lipgloss-Gedünsen... Ich komme nicht mehr klar, ich rede schon so lange. Wow, einfach wow. Das hält und hält und hält. Dann habe ich hier von Douglas Ultimate Longwear Lip Liner den in der Farbe Rosewood. Das ist einer zum Rausdrehen tatsächlich. Der war in dem Douglas Adventskalender mit drin und den swatchen wir hier neben mal. Ein unauffälliges, zartes Rosenholztönchen, was ich richtig gerne mag. Dann habe ich den gleichen nochmal in der Farbe Velvet Plum. Der passt halt super zu den dunklen Tönen, die ich so habe. Und die kannst du fast schon solo tragen, ne? So komplett über die Lippe, wenn du das halt magst. Ich habe ja heute auch einfach nur einen Lip Liner drauf und dann halt einen Lipgloss drüber gegeben. Und zwar habe ich da von Essence Stay True 6 Hours Lip Liner Waterproof, genau. Und das ist die Farbe Margot, please. Margot, bitte. Das ist aber ein Plastikstift zum Anspitzen, das finde ich ein bisschen mäh. Aber ja. Ist ein bisschen dunkler als der, den wir eben von Douglas geswatcht haben. So, wie er jetzt ist, ist es vor allem auch sehr, sehr speziell und sehr cool. Und hätte mich mein Make-up-Auslose-Gedönsen nicht daran
erinnert, sowas mal zu machen. Ich hätte es wahrscheinlich mal wieder vergessen. Das gleiche habe ich hier auch nochmal in der Farbe Fuchsia Bella. Das ist halt eher ins Fuchsenholz, genau. Ins fuchsigfarbene, also etwas rötlicher tatsächlich. Huiuiui, ja. Hier habe ich mal ein bisschen was Spezielleres, und zwar Color & Glide Lip Liner von Trend It Up in der Farbe 060. Das ist dieser hier. Der hat halt einen Schimmer mit drin. Das finde ich ziemlich cool. Den kann ich halt super mit meinen metallischen Lippenstiften verwenden. Zum Beispiel mit dem von MAC. Der Frosty. Das passt halt super zusammen. Das sieht man so auf den ersten Blick nicht, wenn es halt nur so ein langweiliger Swatch ist. Aber wenn du das halt komplett über die Lippe aufträgst, dann siehst du richtig auch, wie schön der schimmern kann. Mega. Und Trend It Up hat eigentlich sowieso sehr, sehr gute, haltbare Lip Liner. Dann habe ich hier ebenfalls von Douglas aus der Ultimate-Reihe die Farbe 4 Coral. Das ist ein bisschen poppiger, aber ich habe hier auch poppigere Lippenstifte. Auch wieder einer zum Rausdrehen. Und der kommt von dem von Trend It Up ziemlich nah, hat aber halt nicht diesen Schimmer mit drin, ne? Den habe ich auch schon ordentlich verwendet, weil ich den auch sehr gerne unter roten Lippenstiften getragen habe. Eigentlich hätte ich dafür aber zum Beispiel den hier von Revolution verwenden können. Das ist halt hier so ein ganz normaler Lip Liner von denen. Plopp. Ein richtiges Rot. Auch wieder Plastik zum Anspitzen. Das mag ich nicht so gerne. Der ist aber nicht so schön im Auftrag. Den musst du halt ein bisschen mehr reiben. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass er noch relativ neu ist. Ist auch ein schönes Rot. Ist aber ziemlich hart. Also das ist nicht unbedingt meins dann. Ich mag das lieber, wenn es softer ist, aber gleichzeitig nicht zu soft, sodass es in die Fältchen rutschen würde. Dann habe ich hier noch von BH Cosmetics den Waterproof Lip Liner in der Farbe Glory. Den habe ich mir, glaube ich, mal gekauft bei BH Cosmetics. Das ist halt ein schöner Rotton, der ein bisschen pinky ist und ein bisschen, ja, ne? Auch zu den ganzen pinken Lippenstiften halt so passt. Oder etwas ins Pinke gehende Lippenprodukte gedönsen, ja. Oder halt auch ganz normal unter einem roten. Ich bin da ehrlich gesagt auch gar nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das muss alles immer 1A passen. Ich mache einfach. Dann habe ich hier auch von Douglas den Lip Liner Lippenkonturenstift in der Farbe Bois de Rose. Auch wieder so ein Holz wie zum Anspitzen. Auch der relativ hart, aber halt ein schöner Ton, ne? Ja. Dann habe ich von Catrice den Long Lasting Lip Pencil in der Farbe Prince Cherry. Ich glaube, der war im Adventskalender. Das kommt mir so bekannt vor. Pop. Ist halt rot. Ja. Ist okay. Ist halt ein schöner Rotton. So, Essence. Draw the Line. Instant Color. Und zwar ist das die Farbe Rich Mahogany zum Hochdrehen. Das ist halt ein schöner Braunton, den ich zu den braunen Lippenstiften nehmen kann. Aber so ein Dunkelbraun habe ich nicht. Das heißt, da kannst du dir auch schön ein Nude drüber geben, wie ich das ja eben schon beschrieben habe, um einen kleinen Ombre-Effekt zu erzielen. Ein Rausdrehvieh. Draw the Line. Da gibt es sogar einen Anspitzer hier hinten drin. Das finde ich auch spektakulär. Da machst du dir wieder eine ordentliche Spitze mit. Von Max Factor, das ist eigentlich so mein liebster roter Lip Liner, würde ich mal so sagen, habe ich von der lieben Nsusu bekommen in der Farbe Red Rush. Das ist halt ein richtig schönes weihnachtliches Rot oder einfach mal ein Rot-Rot, um es mal so zu sagen. Ja. Ist klasse. Ich mag es, mich mit so meinen Make-up-Produkten anzupinseln. Das ist crazy, ich weiß es nicht. Von Sephora habe ich den Lip Liner To Go, so heißt der. Der war im Sephora Adventskalender mit drin und das ist halt auch wieder ein klassisches Rot. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so schön wie den von Revolution, aber trotzdem ist der auch schön. Ach Quatsch, von Max Factor, Entschuldigung. Trotzdem ist er auch sehr, sehr schön, weil er halt auch noch ein bisschen dunkler ist, ein bisschen festlicher fast schon, aber den von Max Factor mag ich vom Auftrag und von der Textur irgendwie lieber. Wahrscheinlich, weil das ja halt ein Plastikvieh ist, aber Plastikviecher anzuspitzen ist halt doof. Dann habe ich hier von Manhattan noch zwei Stück, da weiß ich leider nicht, wie die Farbbezeichnung heißt. Das ist einmal ein etwas wärmeres Braun, sage ich mal dazu. Das ist einer zum Hochdrehen, habe ich auch von der lieben Lea bekommen. Die von Manhattan sind wirklich sehr, sehr, sehr haltbar, sehr schön und der ist halt super für Nude-Farben zu kombinieren oder allgemein für Brauntöne oder so, mag ich richtig, richtig gerne. Und für kühlere Brauntöne kann ich mir dann den hier nehmen, der ist auch total super, auch zum Rausdrehen, super haltbar. Und da kann ich auch wirklich verstehen, dass sie mir sagte, das sind ihre liebsten Lip Liner. Fühlen sich auch super schön auf der Haut an, halten lange und ja, mag ich gerne.
Ja, und ein Produkt habe ich jetzt noch, was quasi Lip Liner ist. Also das ist so ein richtig heftiger Stain. Den hatte ich auch, glaube ich, in der Luxury Box mit drin. Von Arcaya German Cosmetics 24 Permanent Lip Liner in der Farbe Marilyn's Red. Der erinnert mich von der Optik an einen Filz-Eyeliner. Also wenn ich ganz lustig bin, kann ich den garantiert auch mal als Eyeliner verwenden. Man weiß es nicht. Es ist ein Filz-Eyeliner, ein Filz-Vieh. Und das Ding ist, dass der einen Tint hinterlassen wird. Naja, das waren jetzt meine kompletten Lippenprodukte. Meine Herren, es ist doch länger geworden vom Video her, als ich dachte. Aber gut, ich habe ja auch meine kompletten Lippenprodukte genommen. Also noch länger als meine Lidschattenpaletten, wobei das alles irgendwie kleiner ist. Deswegen dachte ich, ach komm, ne, kriegst du wohl in ein Video. Ich lasse es trotzdem zusammen und splitte das nicht auf. Denn so ist es jetzt erstmal der Abschluss von der Make-up-Reihe. Nächste Woche geht es aber schon weiter mit Pflege. Da muss ich noch überlegen, wie ich das mache, aber ich habe da schon eine kleine Idee. Vielleicht kommt da auch so eine kleine Überraschung und ja, ne? Das war's. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammlungsvideos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!